Jo, dann mache ich schon mal vorweg abschließende Worte. Ja, war ja heute ein bisschen, ja, sehr kontrovers. Ja, wofür stehe ich vor allem? Also ich persönlich möchte nicht sagen, es ist 11:55, denn es war auch schon vor, ja, 5 Jahren 11:55. Ich stehe sozusagen dafür, für ein wirklich einen Blick ohne Angst. Ich möchte sozusagen euch keine Angst machen. Ich möchte wirklich auch, dass Leute einfach hierher kommen und nicht irgendwie auch dann Angst haben, dann vor, oder wenn sie halt dann außerhalb stehen, sich nicht irgendwie sowas halt gesellen zu müssen, wo dann einfach direkt persönliche Nachteile haben. Ihr kennt mich, ich spreche wirklich alles offen an, stehe auch dafür mit meinen Rücken gerade und ziehe auch entsprechend immer Konsequenzen. So, und ansonsten, wir haben meines Erachtens wirklich auch Bewusstsein zu sein, dass wir hier gegen einen politischen Gegner kämpfen oder einen politischen Gegner haben, der halt in seinen Ressourcen und so weiter und vieles andere einfach uns übermächtig ist. So, und da, man kann auch das Spiel verweigern, wie auch immer, ne? Bloß ich sehe es eigentlich dann doch eher wie mit den Worten Albert Einstein: lerne die Regeln des Spiels und dann lerne besser zu spielen als alle anderen. Das heißt, ich muss auch wirklich, ich persönlich habe immer versucht, hier auch Schritte der Gegner einzubeziehen und wie auch immer, um das Optimum mal draus zu holen und um hier auch wirklich eine schöne Veranstaltung zu machen, wo auch Leute gerne herkommen. Ja. Das ist halt meine Position und dafür stehe ich auch weiterhin gerade und stehe dann auch wirklich auch in Zukunft gerne wieder auch zur Verfügung. Darum, also ich möchte nicht hier komplett brechen, allerdings es ist erstmal auch eine Situation da, wo ich auch erstmal sage, ich kann so erstmal nicht mehr weitermachen. Und ja, seht es mir hier bitte nach, allerdings es geht für mich erstmal nicht mehr. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ja, dann können wir schon mal eigentlich übergehen. Martin macht ja immer hier den Aufzug. Ich denke, er könnte auch noch mal die Kundgebung ein bisschen weiterleiten. Also, darum, meine abschließenden Worte wie immer, lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht vom Staat. Hiermit ist diese Versammlung beendet. Liebe Leute, ich wollte im Anschluss nur sagen, wir sind nächsten Montag wieder hier und ich hoffe, ihr bringt noch einen mit. Wir stehen zusammen und wir werden so lange kämpfen, bis wir unsere Ziele erreicht haben.